Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lance TV und das Transferkarussell. Das dreht sich munter weiter in dieser Winterpause und auch jetzt endlich mal in unsere Richtung. Also nicht nur Abgänge, auch ein paar Neuzugänge sind jetzt endlich mal zu verzeichnen. Nachdem uns Uros Matic und Brighton Obonji ja verlassen haben, dürfen wir jetzt dafür gleich drei neue Spieler in Graz-Liebenau begrüßen. Und dabei handelt es sich zum einen um den 22-jährigen Norweger Martin Ovenstad, der 23-jährige Österreicher Seifedin Çabi und der 22-jährige Deutsch-Türke Baris Artig. Also das sind die drei Neuzugänge, die zumindest mal bis zum Sommer bei unseren Blackies spielen werden. Der erste, der schon gestern fixiert wurde, war ja Martin Ovenstad. Was weiß man über den jungen Mann? Außer, dass er eben 22 ist und von der Statur erstens mal Richtung Uros Matic geht. Vom Gesicht her erinnert er mich ein bisschen an Jan mit roten Haaren. Er ist auf jeden Fall einer, der schon sehr, sehr früh auf den Schirm gekommen ist im Profifußball. Bereits mit 16 Jahren das Debüt in der zweiten norwegischen Liga für Mjøndalen IF. Dann mit 18 Jahren der Wechsel zu Strøm Godset und ja, jetzt mit 22 also zum SK Sturm gewechselt. 73 Einsätze hat er für seinen letzten Arbeitgeber gehabt. 2 Tore, 5 Assists, ist jetzt nicht die große Überbilanz, allerdings ja, muss man natürlich bedenken, trotzdem noch ein junger Spieler und Uros Matic hatte ja vor seiner Verpflichtung auch jetzt nicht die Überwerte bei seinem Ex-Club. Lassen wir uns da einfach mal überraschen, auch Europa-League-Erfahrung hat der junge Mann ebenfalls schon gesammelt und ja, ich bin da einfach sehr, sehr gespannt. Mit Uros kann man ihn auf jeden Fall nicht vergleichen, 1:1, das geht einfach nicht. Ich glaube auch nicht, dass es unbedingt der gleiche Spielertyp sein wird. Ich habe jetzt von Ovenstad nur ein YouTube-Video gesehen, wie viele andere von euch wahrscheinlich auch bereits und ja, das, was ich gesehen habe, hat mir auf alle Fälle gut gefallen. Ja, ich bin gespannt. Ich glaube, vom Potenzial her schätze ich eben ihn so ein, dass es wirklich der Spieler mit dem höchsten Potenzial sein kann. Hat auch bei FIFA die größte Gesamtstärke. Muss natürlich nichts heißen, aber auf jeden Fall ein interessanter Mann. Ich bin sehr gespannt, wie der sich integrieren wird bei unseren Schwarz-Weißen. Und ich hoffe natürlich, dass er uns da wirklich viel Freude machen kann. Es war ja bis zum Schluss nicht abzusehen, wer da jetzt wirklich fürs zentrale Mittelfeld geholt wird, ob einer doch noch geholt wird oder nicht. Es wurde ja viel spekuliert auf der einen Seite, dass man vielleicht einfach die Position intern besetzt, dass man vielleicht, keine Ahnung, auf Biesinger setzt, Džeko zur 8 macht oder eben Hirländer da als Achter hin neben Džeko oder vielleicht im weitestgehenden Sinne noch irgendwie Sascha Horvath. Auf jeden Fall hat sich das ganze Rätselraten jetzt erledigt. Martin Ovenstad ist also neu bei unseren Blackies. Welcome Martin to Graz and yeah. We hope that you will make us fans happy in the future. So viel also zum ersten unserer drei Neuzugänge. Der zweite ist eigentlich noch nicht ganz fixiert. Da gibt es noch Probleme, also was heißt Probleme, da sollen jetzt noch die letzten Details anscheinend geklärt werden, was jetzt die Vertragsauflösung angeht bei St. Gallen. Es handelt sich um Seifedin Çabi, 23-Jähriger mit österreichischem Pass. War bei Austria Lustenau eine Zeit lang. Sein Vater ist dort immer noch Trainer. Also es wurde eigentlich mehr über Lazar Çabi, zumindest von meiner Seite aus, geredet über seinen Vater als über seinen Sohn Seifedin. Ich hätte den gerne im Sommer auch schon in Graz gehabt. Der hat sich aber anders entschieden und hat bei St. Gallen unterschrieben. Dort konnte er sich nicht durchsetzen. 4 Einsätze, 1 Tor, gar keine so schlechte Bilanz. Aber man weiß ja, wie das ist, Verletzungspech etc. Und dann kann es halt auch schnell gehen. Auf jeden Fall ist er in der Schweiz nicht glücklich geworden. Und deswegen eben jetzt der Wechsel zum SK Sturm. Gehen wir davon einfach mal aus, dass der Transfer in Kürze auch wirklich wasserdicht fixiert wird. Soll auf jeden Fall nachreisen, ist schon nach Graz gereist und soll jetzt eben nach Spanien auch nachkommen. Das wird, gehe ich einfach mal davon aus, jetzt auch noch alles funktionieren. In der Schweiz ist man sich schon sicher, dass der Transfer jetzt funktionieren wird. Hacken wir da nicht länger drauf rum. Auf jeden Fall eher zur Personalie jetzt. Also Seifedin Çabi, Stürmer.
auf den ersten Blick der klassische Edin Dzonci-Ersatz. Andererseits muss man aber sagen, er hat einen etwas, ja, wie soll ich sagen, er ist doch ein etwas anderer Stürmertyp als Bright. Bright war eher ein Rackerer, ein Arbeiter, der sich die Bälle selber geholt hat, der viel gelaufen ist, viel gekämpft hat. Und Seifert in Xabi ist, natürlich will ich ihm nicht absprechen, dass er nicht kämpft, aber er ist ein anderer Typ einfach. Er ist 1,90 Meter groß, also vom Spielertyp kommt er eher Richtung Roman Kinast hin, nur eben hoffentlich eine jüngere Version. Ja, damals bei Lustenau hat er mir richtig gut gefallen. Viele Tore und auch sehr viele Vorlagen. Warum es dann in St. Gallen nicht funktioniert hat, okay, kann mehrere Faktoren haben. Darauf will ich gar nicht näher eingehen. Auf jeden Fall, ich freue mich über den Transfer. Ich glaube, das könnte funktionieren. Mit 23 hat auf jeden Fall noch Entwicklungspotenzial. Man sieht jetzt bei der Admira zum Beispiel einen Christoph Mondschein. Der war eigentlich auch erstmal weg vom Fenster, bis der sich akklimatisiert hat. Das hat auch ein bisschen gedauert. Und jetzt, na gut, ist er aufgegangen. Von dem, das kann dann schneller gehen, als man glaubt. Hat ja auch der gute Bright ziemlich... Also der gute Bright hat ja auch ziemlich lange gebraucht, bis er wirklich in Graz so richtig angekommen ist. Also der gute Seifedin, der hat hoffentlich ja, jetzt dann eben auch die nötige Durchschlagskraft, um uns eben zu verstärken. Denn ich glaube, ja, auf Zulechner und Kinas sollte man sich da einfach nicht verlassen bis zum Saisonende, dass das eben so reibungslos funktioniert. Von dem her war es auf jeden Fall notwendig, einen neuen Stürmer zu holen, das definitiv. Und ich bin damit ganz glücklich. Ich bin gespannt, ob er einfach einschlägt. Für mich ist das eher so, ja, 50-50. Könnte hinhauen, könnte auch natürlich in die Hose gehen. Aber ich bin da wirklich guter Dinge. Ich glaube, dass der gute Seifedin in Graz funktionieren könnte. Hoffen wir es einfach mal. Und schließlich noch der letzte der drei Neuzugänge, Baris Attik. Ein ebenfalls 22-Jähriger, wie bei Ovenstadt, ein Deutsch-Türke, der bei der TSG 1899 Hoffenheim unter Vertrag steht, eigentlich auch immer noch unter Vertrag steht, denn der ist nur ausgeliehen an unsere Blackies. Also der ist jetzt nur Sturmspieler auf Zeit, das sind eigentlich sowieso alle, aber bei ihm ist erstmal sicher, dass er im Sommer zu Hoffenheim wohl zurückkehren wird, also ist nur bis zum Sommer ausgeliehen. Von der Position her ein typischer Zehner, der allerdings auch auf den Flügel ausweichen kann. Auch von den Bildern, die ich von ihm gesehen habe, er erinnert mich einfach extremst an Donis Avdija. Also wirklich, abgesehen davon, dass er dieselbe Position spielt, er hat schon was von Avdija. Ich glaube auch, dass es ein ähnlicher Spielertyp sein könnte. Ob er jetzt charakterlich auch in die Sparte also so zu setzen ist, das weiß ich nicht. Das werden wir sehen. Ob er auch so ein Showman ist, wie der alte Donis. Der hat sich ja auf Schalke durchaus jetzt gemausert. Ist zwar noch nicht Stammspieler, aber kriegt doch regelmäßig Einsätze. Und meine Güte, wenn wir jetzt Artig eben auch so weit bringen, dass er bei Hoffenheim nächstes Jahr Stammspieler sein kann, naja, dann muss er doch einiges dafür tun. Und wenn er uns jetzt in den Europacup schießt, mit Toren und Assists, da bin ich zufrieden, ganz ehrlich. Wäre natürlich irgendwie schade, wenn du ihn da nicht halten kannst, aber bei so Leinen weiß man im Grunde schon, was man dann auch kriegt. Und ja, ich bin auf jeden Fall ganz glücklich mit dem Transfer. Allerdings muss ich sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob der jetzt wirklich so Sinn macht. Also was heißt Sinn macht, ob du ihn unbedingt brauchst. Für die 10 hättest du ja durchaus einen Sascha Horvath von der Position und sonst noch einen Stefan Hirländer, der ja auch das eine oder andere Mal auf der 10 gespielt hat in der Hinrunde. Ob du jetzt eine dritte Variante unbedingt brauchst, okay, das sei jetzt mal dahingestellt. Schlecht finde ich es prinzipiell nicht. Man hätte natürlich einen Jungen, einen Romano Schmidt, der ist aber jetzt noch sehr jung, ich glaube jetzt 16 Jahre gerade mal, wenn er nicht schon 17 geworden ist. Okay, dass man jetzt auf ihn noch nicht setzt für die Rückrunde, ja gut, wird wohl noch ein bisschen Zeit brauchen. Und ja, da setzt man ihn eben auf einen etwas erfahreneren Mann. Ich bin bei Attik sehr gespannt, was der kann. Ich glaube wirklich, dass das könnte so der neue Avdija werden. Also viele werden wahrscheinlich da diesen Vergleich jetzt logischerweise ziehen. Allein schon wirklich, dass er auch die gleichen Positionen spielt. Er hat jetzt, was ich weiß, jetzt nicht so eine Bombenstatistik gehabt, was jetzt die Jugendabteilungen angeht, wie jetzt Avdija. Der hat ja damals alle Jugendstationen zerbombt. Im Profifußball sieht das Ganze dann natürlich anders aus. Bei Artig weiß man allerdings, der hat durchaus auch schon in der Hoffenheimer Mannschaft, nicht in der Stammmannschaft natürlich, Fuß gefasst, aber im erweiterten Kader zumindest. Also der ist auch auf, ich glaube, 3 Einsätze in dieser Hinrunde gekommen für die Hoffenheimer. Also hat doch
in der deutschen Bundesliga Luft geschnuppert zumindest. Und ja, wird kein ganz schlechter sein. Ich glaube, es könnte eine Win-Win-Situation für beide sein. Wenn er aufgeht, na gut, spielen wir nächstes Jahr Europacup. Natürlich, das Wehmütige daran ist natürlich wieder, dann musst du wieder einen Ersatz holen, falls er dann weg ist. Oder man setzt eben dann erst auf Horvath und Co. Das werden wir sehen, wie sich das Ganze so entwickeln wird. Aber auf jeden Fall, Hoffenheim hat eben einen Spieler, der Spielpraxis bekommt und vielleicht nächstes Jahr ein Thema für die erste Elf ist. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt bei allen drei Neuzugängen. Von welchen erwartet ihr euch am meisten? Oder seid ihr vielleicht vom einen oder anderen sogar enttäuscht? Sagt ihr, nein, den und den, den brauchen wir nicht. Ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin da auch sehr gespannt drauf. Ich wünsche auf jeden Fall allen dreien alles Gute in Graz. Und ja, macht uns stolz. Schaut, dass ihr uns auf jeden Fall viel, viel Freude bereitet. Allein schon um euretwillen. Und ja, wir sehen uns hier beim nächsten Mal. Euer Elias. Bis dann.